Wie gut war eigentlich Ferenc Puskás, genannt der galoppierende Major? Er war Kapitän von Ungarns legendärer Wunderelf, die 4 Jahre lang ungeschlagen blieb, bevor die Serie im WM-Finale 1954 ein dramatisches Ende nahm. Schon zu diesem Zeitpunkt galt er als der beste Spieler, den sein Land jemals hervorgebracht hat. Später ging er zu Real Madrid und gewann dort unter anderem mehrfach den Europapokal der Landesmeister. Das ist seine Geschichte. Puskás wurde 1927 als Ferenc Puskás im Budapester Vorort Kispest geboren. Sein enormes Talent trat schnell zum Vorschein. Bereits mit 15 spielte er in der Herrenmannschaft des lokalen Kispesti AC, der von seinem Vater trainiert wurde. Aufgrund seines Alters bekam er den Spitznamen Öschki, kleiner Bruder, verliehen. In seiner Heimat nennt man ihn bis heute so. 1949 wurde der Verein in Honvéd Budapest umgetauft und der offizielle Armeeklub des Landes. 1950 schoss Puskás sagenhafte 50 Tore für Honvéd und gewann seinen ersten von insgesamt 6 Meistertiteln für den Club. Bereits Ende der 40er Jahre war er eine feste Größe in der ungarischen Nationalmannschaft, die in der Folge zum besten Team der Welt heranreifen sollte. Unter Trainer Gustav Zsebes zeigten die Ungarn einen revolutionären, nie zuvor gesehenen Fußball. Dominant, taktisch versiert und spielerisch allen anderen Teams weit überlegen. Boschik, Kožić, Hidekudi und eben Puskás, die Liste legendärer Spieler aus dieser Mannschaft ist lang. Sie wurde als Wunderelf oder Goldene Elf tituliert und blieb zwischen 1950 und 1954 in allen Pflichtspielen ungeschlagen. 1952 gewann das Team bei den Olympischen Spielen in Helsinki die Goldmedaille. Der Höhepunkt dieser Ära folgte am 25. November 1953. Ungarn spielte in Wembley gegen England, das in seiner langen Geschichte noch nie ein Heimspiel gegen eine Mannschaft vom europäischen Festland verloren hatte. Die von Puskás angeführten Ungarn gewannen 6:3. Der Major selbst steuerte 2 Tore bei. Schnell machte der Begriff vom Spiel des Jahrhunderts die Runde. Das Rückspiel auf heimischem Boden gewannen Puskás und Koga mit 7:1. Damit war die englische Vorherrschaft über den europäischen Fußball endgültig gebrochen und die Ungarn fuhren als großer Favorit zur Weltmeisterschaft in die Schweiz. Das erste Spiel gewann man gegen Südkorea mit 9:0. Im zweiten Gruppenspiel bekam dann die deutsche Mannschaft eine Lehrstunde erteilt. Mit 3:8 kam man gegen die Wunderelf unter die Räder, auch weil man mit einer B-Mannschaft antrat. Apropos treten, Verteidiger Werner Liebrich trat gegen Puskás so fest zu, dass dieser mit einer Verletzung die nächsten Spiele pausieren musste. Doch auch ohne ihren Kapitän schlugen die Ungarn erst Brasilien und dann den amtierenden Weltmeister Uruguay und zogen ins Finale ein. Dort traf man überraschend erneut auf Deutschland. Puskás war im Endspiel wieder einsatzbereit und erzielte bereits nach 6 Minuten das 1:0. Zsoltán Sibor erhöhte nur 2 Minuten später. Doch diesmal trat die DFB-Elf in Bestbesetzung an und gab sich nicht so leicht geschlagen. Zudem waren bei Puskás noch die Nachwirkungen seiner Verletzung spürbar. Deutschland kam zum Ausgleich und in der 84. Minute schoss Rahn aus dem Hintergrund. Plötzlich stand es 3:2 für den Außenseiter. In der 86. Minute erzielte Puskás das vermeintliche Tor zum Ausgleich, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Als Schiedsrichter William Ling das Spiel abpfiff, war nicht das ungarische Superteam Weltmeister, sondern der deutsche Underdog. Für die einen war es das Wunder von Bern, für die anderen, wie Puskás, die bitterste Niederlage ihres Lebens. Ferenc Puskás war die Verkörperung der Nummer 10, ein Anführer und Antreiber zugleich, eine Autoritätsperson, die stets Leistung brachte und mit gutem Beispiel voranging. Zudem war er äußerst torgefährlich. Für Ungarn schoss er in 85 Länderspielen 84 Tore, bei seinen Clubmannschaften war die Quote ähnlich hoch. Vor allem sein linker Fuß war eine Waffe. Den rechten hingegen hatte er, so sagt man, nur damit er nicht umkippt. Mit seinen 1,72 Meter war Puskás alles andere als ein Kopfballungeheuer und seine Statur ließ nicht immer auf mustergültige Fitness schließen, aber er machte automatisch jedes Team, in dem er spielte, besser. 1956 brach in Ungarn ein Volksaufstand gegen die sowjetische Besatzung aus. Zu diesem Zeitpunkt war Puskás mit Honvéd Budapest gerade bei einem Europapokalspiel in Spanien zu Gast und beschloss, nicht in sein Heimatland zurückzukehren. Er wurde vom ungarischen Verband für 18 Monate gesperrt und war in dieser Zeit vereinslos. Bereits über 30 und körperlich nicht in bester Verfassung drohte Puskás das vorzeitige Karriereende. Doch es kam anders. 1958 holte ihn Präsident Santiago Bernabéu zu Real Madrid. Die Madrilenen waren zu diesem Zeitpunkt die beste Vereinsmannschaft des Kontinents und hatten 3-mal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Puskás passte perfekt ins Team.
An der Seite von Alfredo Di Stefano prägte er in den folgenden Jahren das Spiel von Real. 1959 gewannen die Königlichen den vierten Henkelpott, der erste für Puskás, auch wenn er im Finale nicht zum Einsatz kam. Aufgrund dieser Entscheidung wurde Trainer Caniglia anschließend trotz des Titelgewinns entlassen. Ein Jahr später stand Real wieder im Endspiel. Diesmal durfte Puskás mitmachen und dankte es mit einer überragenden Leistung. Beim 7:3 gegen Eintracht Frankfurt schoss er 4 Tore. 1961 erhielt er die spanische Staatsbürgerschaft und konnte somit 1962 mit La Roja an der WM in Chile teilnehmen. Damals war so ein Nationalitätswechsel noch möglich. Spanien schied jedoch schon in der Vorrunde aus. 1966 konnte er mit Real Madrid zum Abschluss seiner Karriere doch noch einen weiteren Pokalerfolg verbuchen. Das 2:1 gegen Partizan Belgrad war Reals sechster Erfolg im Wettbewerb und Puskás dritter. Zudem wurde er 6-mal spanischer Meister und 4-mal Torschützenkönig. Nach der Saison 65-66 erklärte er im Alter von 39 seinen Rücktritt. Direkt im Anschluss startete er seine Trainerlaufbahn, die ihn um die gesamte Welt führte. Am erfolgreichsten war seine Zeit bei Panathinaikos Athen, mit denen er 2-mal griechischer Meister wurde und es ins Finale des Landesmeisterpokals schaffte. In sein Heimatland Ungarn kehrte er erst 1981 zurück. Die kommunistische Führung hatte versucht, den Verräter in Vergessenheit geraten zu lassen, doch Puskás wurde von seinen Landsleuten euphorisch empfangen. 1993 übernahm er zum Ende seiner Trainerlaufbahn für kurze Zeit die Nationalmannschaft Ungarns. Später erkrankte Puskás an Alzheimer und litt unter Geldnot. Er starb am 17. November 2006 in Budapest und wurde in einem Staatsbegräbnis beigesetzt. Das Volksstadion in seiner Heimatstadt trägt heute seinen Namen. Die FIFA hat ihren Award für das schönste Tor des Jahres nach ihm benannt. Für viele Ungarn war und ist Puskás der beste Spieler des 20. Jahrhunderts. Was sagt ihr zu Ferenc Puskás? Schreibt es in die Kommentare und denkt daran, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.